In diesem kleinen Video, zu dem ich Sie recht herzlich begrüße, sehen wir uns die Überweisungen im SEPA-Verfahren per Ausdruck auf Ihren Drucker an. So, klingt jetzt komplizierter als es ist. Wie Sie ja schon wissen, können Sie mit Wabi Profi 3 wunderbar SEPA-Lastschriften machen. Sie können natürlich auch mit Wabi Profi 3 Überweisungen tätigen. Und zwar, dieses Video behandelt explizit Überweisungen in Form von Ausdruck. Das heißt, Sie haben einen Überweisungsträger und hierzu brauchen Sie natürlich genormte Überweisungsträger, zum Beispiel von der Firma Siegel. So, und das ist genau das, was wir jetzt machen. Wir gehen ein simples Beispiel im Lieferantenstamm hinein. Wir wählen einen Lieferanten aus, für den wir natürlich eine Bankverbindung hinterlegt haben. Das ist wichtig, hier in der Karteikarte unten bei Bank. Nun können wir per Rechtsklick sagen SEPA-Überweisung. Nun werden automatisch die Felder des Zahlungsempfängers ausgefüllt mit den hinterlegten Daten des Lieferanten und es wird auch gleich die IBAN und die BIC eingetragen. Natürlich kann das Ganze nur dann gut funktionieren, wenn Sie die Informationen natürlich vollständig eingetragen haben. Praktisches Beispiel, wenn beim Lieferantenstamm keine Straße eingetragen ist, erhalten Sie hier bei der SEPA-Überweisung, also beim Zahlungsempfänger, auch keine Straße angezeigt. Ganz einfach. Deswegen möchte ich an dieser Stelle bitte nochmal eindringlich darauf plädieren, dass Sie Daten, wenn Sie es eingeben, bitte gleich, wenn Ihnen die Informationen vorliegen, vollständig eingeben. Denn das erspart Ihnen später mal ein lästiges Suchen. Und wenn das Ganze natürlich nur unvollständig ist, macht es auch keinen Spaß. So, einfach per Klick, zack, alles drin. Machen wir weiter. Auftragskonto, ganz klar. Hier wählen Sie eines Ihrer hinterlegten Girokonten aus. Warum müssen Sie es auswählen? Das ist ganz einfach, weil Sie 10 verschiedene Girokonten haben könnten, rein theoretisch. Und somit weiß Wabi Profi 3 natürlich nicht, was Sie jetzt von welchem Konto Sie einem Lieferanten etwas überweisen wollen. Bei Referenz, bei diesen beiden Eingabefeldern, haben Sie die Möglichkeit, Rechnungsnummer, Datum, was weiß ich, Ihre Kundennummer mit anzugeben. Und dann können Sie einfach sagen, oder hier Bemerkungsfeld können Sie auch noch mit eintragen, egal. Und dann können Sie hier auf Drucken klicken. Wenn Sie hier auf Drucken klicken, müssen Sie Ihren Drucker nochmal sicherheitshalber auswählen. Und Sie erhalten nun eine Vorschau des Ausdrucks. Dass Sie nun ausdrucken könnten, indem Sie hier auf den Button Drucken klicken oder hier auf Schließen klicken, um den Ausdruck abzubrechen. Des Weiteren haben Sie an dieser Stelle natürlich auch nochmal kurz die Möglichkeit, durch Klick auf den Button mit dem Pfeil einen eventuell anderen differierenden Drucker auszuwählen. Dass Sie sagen, das soll ja jetzt halt nicht auf dem Office-Chat gedruckt werden, den Sie in den Systemeinstellungen vielleicht hinterlegt haben, sondern das soll jetzt vielleicht auf Fritzfax kommen. Dann wählen Sie dementsprechend den Drucker aus, klicken auf das X und dann können Sie nun das Ganze ausdrucken. Ja, das ist total simpel und total easy und Sie haben hier wirklich innerhalb von Sekunden, können Sie hier eine Überweisung ausdrucken, die Sie dann bei Ihrer Bank einreichen bzw. einwerfen können.